Wieder dabei sein? In 2-3 Jahren. Mal. In 2-3 Jahren, okay. Wenn ich noch die Gelegenheit habe, gehe ich gleich mal weiter und frage Sie. Sie mussten auch aufhören. Woran hat es gelegen? Ich musste nicht aufhören. Ich lege nur eine kurze Pause ein, weil ich ein bisschen Schwierigkeiten mit den Muskeln habe. Aber ich gehe davon aus, dass ich noch weiterlaufe und auch noch das Ziel erreiche, was ich mir gesetzt habe, unter 3:30. Wenn meine Uhr richtig geht, habe ich noch 30 Minuten Zeit. Und ich glaube, die beiden Damen, die mich gerade massieren, die kriegen das hin, dass ich den Rest auch noch schaffe. Ja, wunderbar. Also, Sie haben ja Zeit, 5 Stunden ist nämlich das Soll, ganz genau, um ins Ziel zu kommen. Und 3:30, das werden Sie mit Sicherheit schaffen, wenn das hier gut klappt. Also, zurück. Jetzt höre ich aber gerade, dass ich weitermachen kann. Deswegen frage ich Sie vielleicht doch noch mal. Die Massage von den beiden Damen, ich gehe mal sogar zu den beiden Damen hin. Ist denn die Muskulatur sehr verhärtet? Ja, ein bisschen. Ich glaube, hat er was falsch gemacht? Ja. Nee. Nein. Welchen Eindruck hast du von der Muskulatur? Bitte? Welchen Eindruck hast du? Beide. Ich frage, weil das gerade aus der Redaktion gesagt wurde, was massiert ihr denn da eigentlich? Sieht man nämlich nicht so genau. Was? Wie beschicken wir? Bizeps für Muris. Ein Bizeps wie bitte? Naja, ischiale Muskulatur und Wadenmuskulatur. Na gut, dann wollen wir hoffen, dass das alles klappt bei ihm. Ich gehe jetzt mal selber ran da und guck mal, ob das auch ein bisschen weich ist. Na, auf jeden Fall habt ihr ziemlich viel Öl daran geschmiert. Wunderbar. Also ich hoffe, dass er gleich wieder auf die Beine kommt und Ziel kommt und wir gehen einfach mal zurück ins Studio. Ja, so ist es mit den Massagen, Thomas. Für dich sind diese Fachausdrücke kein Problem, aber wir haben es hier gesehen. In der Tat, einige müssen dann passen, aber es ist dann auch besser aufzuhören. Ist vernünftiger, wenn man spürt, es geht nicht mehr, nicht? Sich zu quälen und da irgendeinen falschen Ehrgeiz zu entwickeln. Ja, und vielleicht bleibende Schäden zu setzen. Wir haben ja hier gesehen, die Wadenmuskulatur, die Muskulatur der Oberschenkelrückseite wird aufgelockert und bei einigen wird es dann sicherlich so weit gehen, dass sie zumindest das Ziel in guter Form erreichen. Und wenn es eben nicht möglich ist, na gut, dann muss man den Mut haben zu sagen, ich versuche es im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr nochmal und bereite mich vielleicht ein bisschen besser vor. Wir wollen nochmal auf den Weltrekord des Rollstuhlfahrers Heinz Frey eingehen, des Schweizers, der sich in jedem Jahr hier verbessert hat. Schauen wir es mal an. Berlin, 1:27:53 von Heinz Frey aus dem Jahre 1991. Der Sieger in diesem Jahr wird in diesem Bereich wieder bleiben. Jetzt wird er eingewiesen, das wird eine neue Bestzeit, bin ganz sicher. Die Originalkommentierung in ARD Sport Extra. Die Siegerzeit 1:27:16. Eine super Zeit, die darauf schließen lässt, Thomas Wessinghage, dass die Rollstuhlfahrer natürlich inzwischen über besseres Material verfügen. Auch da gibt es eine Materialschlacht, so hat es Heinz Frey vorhin so ein bisschen materialisch genannt. Aber auch die Vorbereitungen immer intensiver. Ja, also die Trainingsumfänge haben stark zugenommen, die Trainingsmethodik sich speziell für die Rollstuhlfahrer entwickelt. Wenn wir zurückblicken, vor 10 Jahren fuhr Gregor Golombek, einer der bekanntesten deutschen Rollstuhlfahrer, 1:55, gewann hier. Jetzt ist Heinz Frey fast eine halbe Stunde schneller. Da hat sich unheimlich viel getan und die Athleten, die wir hier sehen, die an der Spitze des Rollstuhlfahrerfeldes fahren, sind absolute Spitzenathleten, sind Profis im besten Sinne und haben sich so auf den Marathonlauf vorbereitet, wie das die, in Anführungsstrichen, so sagt er, erst Fußgänger auch tun. Also wie es die Spitzenathleten aus Afrika tun. Hier haben wir gerade einen der Läufer gesehen. Der zusammenbrach, ja. Mit Problemen. Wohl eine Verhärtung der Muskulatur, ergriff sich da an die Wade. Genau, jetzt liegt da hinten, schüttelt sie, lockert sie auf, vielleicht hat er einen Krampf. Und der ist schon im Ziel, hören wir gerade, von der Regie. Aber der kam man gleich dabei. Also nochmal Kompliment und auch Dank an die vielen Helfer, zahllosen Helfer an der Strecke und die hervorragende Organisation auf diesem Gebiet. Vorhin beeindruckt hat mich ja der 60-Jährige, nicht? Der ist, glaube ich, unter 3 Stunden gelaufen. Heißt das, dass es beim Marathon überhaupt keine Altersschranken gibt? Sonst sagt man doch im Sport, ist der biologische Abbau relativ bald zu spüren. Auch der ist zu spüren. Er hat ja gesagt, er ist mit 50 Jahren 2:28 gelaufen. Ganz fantastisch. Also ist sicherlich einer der besten Marathonläufer in der Bundesrepublik, vielleicht in Europa in diesem Alter. Nun ist er langsamer geworden, läuft 2:50, 2:55, aber er kann eben die volle Distanz noch ganz problemlos bewältigen. Der war ja sehr gut dabei. Und aus meiner Sicht ist so etwas sehr viel vernünftiger als ein deutsches Sportabzeichen, bei dem Explosivbelastungen von älteren
Sportlern verlangt werden. Also ein Weitsprung mit 50 oder 60 ist meines Erachtens für den Bewegungsapparat viel problematischer als eine Ausdauerleistung. Und hoffentlich sind seine Krämpfe jetzt vorüber und er kann den Sonntagnachmittag noch zu Hause genießen. Hajo Seppel, bitte noch mal am Wilden Eber. Ja, am Wilden Eber sind wir gerade am Verpflegungsstand, da nämlich, wo die Bananen gerade geschält werden gewissermaßen. Bananen, darf ich Sie ganz kurz fragen, sind die ganze Zeit schon dabei? Ist denn die Nachfrage nach Bananen groß? Ja, wir können ja auch nicht so schnell pellen. Aber vielleicht ganz kurze Frage an Sie, Bananen, auch bei Ihnen, Männer? Ja, Wahnsinn. Okay, ich gehe gleich mal weiter und frage hier, wie viele Stunden sind Sie denn schon jetzt dabei, Bananen hier abzupillen? Noch zwei oder so. Na gut, und das nervt nicht langsam. Ich könnte mir vorstellen, irgendwann geht das dann ganz schön auf den Wecker, oder? Nö. Wenn ich eine haben will, ja, ich würde auch gerne eine nehmen. Geben Sie gleich mal her. Wunderbar, aber mit vollem Mund spricht man nicht, vor allem nicht, wenn man ein Mikrofon in der Hand hat. Ich nehme die also und gehe gleich weiter zu Ihnen und frage, sind Sie das erste Mal beim E-Markt schon dabei? Das erste Mal. Ist immer wieder Spaß, ja? Spaß. Aha, ich könnte mir vorstellen, dass die Bananen, die hier geschält werden, eine ganz große Renner sind. Ich habe gerade von den Kollegen gehört, dass sie gut weggehen, aber vielleicht haben Sie Erfahrung auch, was die Ernährung generell betrifft. Was wird denn sonst noch so verkonsumiert? Ja, eigentlich, also manchmal nehmen sie auch Äpfel oder Orangen, aber doch Bananen ist eigentlich das. Also wir haben auch viele, die diese Powerriegel, die geben sie hier wieder ab, weil sie die gar nicht essen können. Also Bananen ist doch das Gängige. Okay, Bananen sind das Gängige. Jetzt gucke ich mich mal oben und sehe hier, dass aus der Redaktion habe ich gerade gehört, der Nico Motschebon soll hier sein, aber ich sehe ihn nicht. Nico Motschebon, der Mann, der jetzt 800 Meter Läufer ist, früher moderner Fünfkämpfer war, aber er ist hier nicht zu sehen. Und Dieter, das ist die Frage von dir gewesen, zurück ins Studio. Ja, Thomas, Ernährung, das Stichwort. Was muss beachtet werden? Im Vorfeld muss darauf geachtet werden, dass der Organismus ausreichend mit Flüssigkeit, mit Elektrolyten und mit Kohlenhydraten versorgt wird. Daher immer diese traditionelle Nudelparty, der natürlich heutzutage mehr ein symbolischer Wert zukommt. Und dann während des Laufes kommt es darauf an, das verloren gegangene zu ersetzen. Das gelingt auch vorwiegend über das Trinken von geeigneten Säften, von Mineralwasser. Aber bei Belastungen, die jetzt 3, 3,5 Stunden, 4 Stunden dauern, kann man durchaus auch feste Nahrung zu sich nehmen. Und Bananen sind halt für die meisten wenig belastend, leicht zu kauen, zu schlucken und elektrolytreich, kohlenhydratreich. Also eigentlich eine ideale Ergänzung zu den notwendigen Getränken. Die Riegel wurden angesprochen, etwas festere Nahrung häufig zu kauen. Das ist dann während des Wettkampfes nicht so sinnvoll. Danach haben die wieder ihre Bedeutung, da das ausgewogene, bilanzierte, nahrungsergänzende Substanzen sind, die man dann zur Wiederauffüllung der Depots einsetzt. Und jeder, der es geschafft hat, jeder Mann, jede Frau, bekommt dann eine Medaille. Die Sieger eine ganze Menge Geld, aber ich glaube, diese Medaille bedeutet denen, die die mehr als 42 Kilometer durch die Straßen Berlins absolviert haben, sehr viel. Und damit da auch kein falscher Zungenschlag reinkommt, der Läufer aus Schwerin sagte vorhin, dass im Ostteil der Stadt sehr wenig Zuschauer gewesen seien. Also ich glaube, dazu muss man sagen, dass zunächst einmal die Marathon-Tradition eine Westtradition war und dass es natürlich noch relativ früh ist, wenn die Läufer durchs Brandenburger Tor gelaufen sind und dann da durch Berlin-Mitte und Friedrichshain laufen. Also ich glaube, das wird sich auch im Laufe der nächsten Jahre entwickeln. Ich glaube nicht, dass das ein Ost-West-Problem ist, sondern vielmehr eine Traditionssache. Das glaube ich auch. Es gibt ganz bestimmt da kein Ost-West-Gefälle. Wenn, dann eher in der anderen Richtung, denn viele der jetzt besten Athleten kommen ja aus dem Osten unseres Landes. Stefan Freigang haben wir vorhin gesehen, Rainer Wachenbrunner, viele andere. Auch die Tradition im Ostteil, Hans-Joachim Kunze, Werner Schildhauer, ist ja lang und hervorragend. Wir gehen weiter zurück, Waldemar Schepinski, Hermann Buhl. Was die Spitze angeht, Kodotsky. Aber nicht so sehr, was die Massenveranstaltung, Berlin-Marathon angeht. Richtig. Ne? Der letzte Marathon in der DDR war 1989 in Leipzig. Jetzt ist es eben Berlin. Berlin als Zentrum natürlich auch des östlichen Landesteils. Und ich glaube, dass diese Begeisterung, die vielleicht noch nicht so diese Tradition hat, wie du sagst, aufgenommen werden wird und umgesetzt wird in der Zukunft. Hajo Seppelt mit Nico Motschebon. Jetzt haben wir ihn doch gefunden, den Nico Motschebon, der bei den Weltmeisterschaften in Stuttgart noch die 800 Meter gelaufen ist. 800 Meter, eine relativ kurze Strecke, Nico. Marathon zu lang? Also für mich ist die Marathonstrecke auf jeden Fall viel zu lang. Und ich strebe es auch nicht an, irgendwann mal Marathon zu laufen. Du bist jetzt die ganze Zeit hier unterwegs gewesen mit dem Fahrrad. Das steht hier gleich neben uns. Hast du ein paar Freunde angefeuert? Ja, wir hatten hier so 6, 7 Freunde, die mitgelaufen sind und haben versucht, halt, die an möglichst vielen Punkten immer noch anzutreffen. Vielleicht bist du mal so nett. Du hast hier eine Fahne dabei und entrollst sie mal ganz kurz und zeigst uns, was da draufsteht. Das ist nämlich ganz neugierig. Das ist mehr so die Vorschüler. Der Vorschülerentwurf.
Hier, Dirk steht da drauf. Ich jetzt halten. Ich halte mal, ja, ganz kurz. So, jetzt haben wir es umgekehrt. Nico, sag mal, das einfach mal, dem drehen wir einfach mal um. Hier stehen Dirk und Nico. Also wie bitte? Hier stehen Dirk und Nico, das ist halt ein Freund von mir, der hier mit mir die ganze Zeit hier rumgefahren ist und ich. Und naja, wir dachten uns, im letzten Jahr hatten wir halt überhaupt nichts dabei und mussten mal halt schreien. Und diesmal dachten wir uns, naja, wenn wir dann immer mit der Fahne stehen, erkennt man ja vielleicht doch leichter. Ich habe ja gesagt, du bist mit dem Fahrrad hier unterwegs. Das heißt, du hast sicherlich einige Streckenpunkte abgefahren. Welchen Eindruck hattest du so im Vergleich zum Vorjahr? War die Stimmung genauso gut? Ja, auf jeden Fall. Also in diesem Jahr hatten wir natürlich ein bisschen Pech mit dem Wetter. Oder letztendlich dann auch wieder Glück, dass es nicht richtig geregnet hat. Aber irgendwie, also zumindest im Ostteil hatte ich das Gefühl, dass nicht ganz so viele Leute an der Strecke waren wie im letzten Jahr. Okay, Nico, nie wird es mit dem Marathon klappen, aber ich hoffe, dass es mit den 800 Metern dann noch ein bisschen besser läuft als bei den Weltmeisterschaften. Alles Gute für dich und ich habe gehört, der Andreas Witte ist jetzt wieder an der Reihe. Wie heißt es so schön und vor allen Dingen natürlich so richtig, beim Marathon ist jeder ein Sieger, der das Ziel erreicht. Hier haben wir wieder einen, wie war es für Sie? Super Wetter heute, optimale Bedingungen, sehr gut gelaufen, kann man sagen. Also manche hätten es ja vielleicht ein bisschen wärmer auch ganz gern gehabt, aber für Sie waren die 13, 14 Grad genau richtig? Ich bin im Frühjahr in München gelaufen, sehr stark eingebrochen bei zu hohen Temperaturen und muss sagen, Berlin, das Publikum einfach spitze, gibt es in Deutschland sonst nirgends mehr. Ja, wie war es mit der Nahrungsaufnahme für Sie? Haben Sie zwischendurch auch mal was gegessen, was zu sich genommen? Das muss man doch eigentlich. Ja, klar, alle 5 Kilometer Wasser. Dieses Jahr haben Sie zum ersten Mal keine Isostar oder sonstige isotonische Getränke ausgeschenkt, ich finde es auch nicht schlecht. Und alle 10 Kilometer Bananen, das reicht. Okay, gut, viel Spaß noch, dankeschön. Und wir greifen uns vielleicht gleich mal den nächsten heraus. Darf ich Sie mal fragen, wie war es für Sie, Ihr persönliches Ziel sozusagen in Erfüllung gegangen? Es war mein erster Marathon überhaupt und ich bin mit meiner Zeit sehr zufrieden. Da haben wir aber Glück gehabt, dass wir jemanden haben, der sozusagen debütiert hat auf dieser schweren Strecke. Haben Sie auch mal zwischenzeitlich dran gedacht, nee, das war es jetzt für mich? Im Grunde nicht. Wenn man gut vorbereitet ist und sich wirklich vorbereitet hat, packt man es. Okay, herzlichen Glückwunsch und vielleicht beim nächsten Mal dabei. Darf ich Sie mal fragen, wie sieht's aus? Gut über die Strecke gekommen? You have to talk. Okay, where are you from? Sweden, from Malmö. Also sie ist aus Schweden, aus Malmö extra angereist. How did you hear about the Berlin Marathon? Wie haben Sie von diesem Berlin-Marathon gehört? Many friends. I've been here many years. Next year. Okay, es hat sehr viele Freunde von ihr gegeben, die hier offensichtlich schon waren und denen es Spaß gemacht hat und die ihr gesagt haben, komm hier auch mal her. Will you be back again in Berlin? I think so. Okay, sie wird nochmal wiederkommen nach Berlin. Da haben wir einen Amalgamstopp. Den müssen wir fragen, was das heißt. Darf ich mal fragen, was bedeutet das Plakat, das Sie da umgehängt haben? Ja, ich bin selber betroffen. Ich habe selber eine Quecksilbervergiftung und ich bin seit 3 Jahren so unterwegs. Ich laufe Marathon dagegen. Und ich rechne mir da eigentlich was aus. So. Ich bin sonst so 2,40 gelaufen. Ich laufe jetzt etwas langsamer, aber ich denke mir, dass ich damit die Leute ein bisschen ansprechen kann. Was sagt die Deutsche Zahnärzteinnung zu diesem Protest? Also vor 3 Jahren haben sie mich noch beschimpft während des Laufes, aber jetzt sind sie ganz ruhig geworden. Ist es wahr, dass Sie zwischendurch auf der Strecke mal stehen geblieben sind? Unser Reporter Gerd Rubenbauer auf dem Motorrad heute unterwegs, wie üblich. Meint er, er hätte Sie irgendwo mal entdeckt? Ja, ich konnte nicht mehr. Ich bin heute Morgen etwas schneller angegangen als sonst. Und dann war ich fertig, total übersäuert. Ne? Aber ich bin dann eine ganze Weile gegangen und jetzt die letzten 5 Kilometer bin ich ganz gut durchgelaufen. So. Und das Ganze auf jeden Fall ohne Amalgam. Viel Spaß heute noch in Berlin und zunächst mal zurück ins Studio zu Jochen und Thomas. Also gerade weil auch medizinische Dinge angesprochen wurden auf ganz anderer Ebene. Es gibt ja Leute, die meinen, dass sie richtig physiologische Probleme mit dem Laufen besiegen können. Glaubst du daran? Ja, das ist nachgewiesen. Wir wissen, dass das beste Herz-Kreislauf-Training überhaupt das Ausdauertraining ist. Wir kennen ja die vielen ambulanten Herzgruppen, die in der ganzen Bundesrepublik verteilt sind. Also das Rehabilitationstraining von Herzpatienten, Herzinfarktpatienten ist ausschließlich Ausdauertraining zunächst mal. Erst dann in späteren Stadien kommt auch ein Training für den Bewegungsapparat hinzu. Wir wissen, dass wir gegen Diabetes was machen können, gegen Bluthochdruck, gegen zu hohen Harnsäurespiegel, gegen verschiedenste Probleme. Und heute ist man sogar so weit, dass man sagt, auch der Immunhaushalt kann sehr wesentlich dadurch beeinflusst werden, sodass mittlerweile AIDS-Gruppen und auch Krebspatienten Ausdauertraining machen. Nicht als alleinige Therapie, man darf auf keinen Fall die Schulmedizin da außer Acht lassen, aber als wesentliche unterstützende Maßnahme. Gilt das auch für Marathon oder ist es ein bisschen zu lang, um solche Dinge zu bewirken? Also die Leute, die hier mitgemacht haben, werden sicherlich von dieser einen Maßnahme Berlin-Marathon 1993 gesundheitlich nicht profitieren. Aber von ihrer Vorbereitung, von ihrem langjährigen Ausdauertraining, was sie eigentlich im Vorfeld hätten absolvieren sollen,
Das führt dazu, dass der Organismus robuster wird, widerstandsfähiger und dass viele sogenannte Zivilisationskrankheiten nicht auftreten oder besiegt werden können. Hajo Seppelt, am Wilden Eber ist unsere nächste Station, wo wir vorhin ja gesehen haben, dass eine da ein paar medizinische Probleme hat. Ja, liebe Kollegen, vielleicht kann mich mal die Kamera 2 ins Bild nehmen. Ich bin nämlich jetzt gerade auf dem Weg direkt am Platz am Wilden Eber mit den Leuten. Und die meisten Leute, jetzt können wir die Kamera einfach mitschwenken lassen, denke ich mal. Die meisten Leute laufen hier noch, aber vielleicht finden wir gleich ein paar Leute, die dann bitteschön noch gehen. Aber jetzt werde ich aufgefordert, noch ein bisschen mitzulaufen. Das werde ich gerne tun. Und suche jemanden, der vielleicht nicht mehr ganz so gut unterwegs ist. Ich muss ja nur ein paar Meter hier laufen, die meisten. Aber die sind eben jetzt schon 36 Kilometer unterwegs. Darf ich ganz kurz fragen, wie es bei Ihnen ausschaut? Sieht gut aus jetzt im Augenblick. Ja. Die letzten Kilometer, könnte ich mir vorstellen, da werden nochmal Reserven freigesetzt. Es werden die letzten Reserven freigesetzt. Vor allem nachher zeigt das Publikum. Es ist wunderbar am Kudamm. Okay, dann wünsche ich Ihnen noch viel Spaß. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo die Kamera ist, aber möglicherweise wird sie mich dann das ein oder andere Mal noch im Bild einfangen. Ich kann auf jeden Fall sagen, dass am Verpflegungsstand, da wo ich mich jetzt gerade befinde, am Wilden Eber der Zulauf ziemlich rege ist und dass es auch eine Menge Leute gibt, die inzwischen dann doch schon ein ganz kleines Päuschen angelegt haben, die gesagt haben, jetzt bleibe ich mal hier stehen, werde mal eine Banane zu mir nehmen oder ein Glas Wasser trinken. Tja, und dann werde ich mich auf die letzten Kilometer machen. Sie merken, ich bin auch schon ziemlich aus der Puste. Das liegt einfach daran, dass ich ein paar hundert Meter gelaufen bin. Das ist ziemlich anstrengend. Ich glaube, dass ich für den Marathon noch nicht geeignet bin. Zurück ins Studio. Also diejenigen, die wir da vorhin am Ziel interviewt haben, die wirken ein bisschen frischer als unser Hajo, der eigentlich auch erst ein 30er ist. Bedenklich, ne? Naja, wenn ihn erstmal der Marathon-Virus gepackt hat, dann hat er ja noch viele Jahrzehnte vor sich, wo er geregeltes Ausdauertraining betreiben kann und dann auch mal so wie damals Dieter Gruschwitz diesen Marathon vielleicht mit Mikrofon absolvieren kann. Andreas, bitte mit einem Musiker. So ist es, ein Gitarrero, normalerweise Gitarrist bei der Band, unter anderem auch von Ulla Meinecke. Michael Brandt, holt man sich da die perfekte Form für die Bühnenshow? Ja, unter anderem, ja, Kondition, klar. Ja. Was ist anstrengender, mit der Gitarre so 2 Stunden richtig aufrocken oder hier sieht diesen Marathon, 3:13 glaube ich deine Zeit. Ja, genau, ist beides anstrengend, aber so körperlich ist das schon ein bisschen anstrengender, glaube ich. Beides von der Konzentration her auch anstrengend. Ist das der erste Marathon oder ist Lauftraining sowas, was regelmäßig auch stattfindet, um eben auch auf der Bühne fit zu sein? Ich laufe regelmäßig, um für den Marathon fit zu sein, aber ich glaube, es bringt auch für die Bühne eine Menge, ja. Also so Standhaftigkeit, so selbst gegenüber, sich selbst gegenüber. Und ist das eine Erfahrung, die weitergegeben wird? Gibt es vielleicht auch sonst noch ein paar Rockmusiker, die heute hier mitgelaufen sind? Ja, weißt du das? Ich glaube, mein Kollege, der Schlagzeuger von Klaus Hoffmann, von der Klaus Hoffmann Band, Bobby Howell, der läuft hier auch. Vielleicht kriegen wir ihn nachher noch. Vielen Dank erstmal, Michael Brandt. Da können Sie mal sehen, Rockmusiker gelten ja immer so als Nachtschattengewächse. Ganz das Gegenteil ist der Fall. Und wir gehen wieder zurück ins Studio. Ja, das ist eine bizarre Gesellschaft, die da unterwegs ist. Aber auch das macht den Reiz. So pluralistisch wie unsere Gesellschaft überhaupt. Man findet alles. Und das ist die große Erlösung jetzt, das Ziel vor Augen. Die Gedächtniskirche, die wird man dann auch im Gedächtnis behalten, wenn sie so glücklich wie die beiden hier geschafft hinter sich. Und von so einem Erlebnis, da zehrt man Monate, Jahre, vielleicht das ganze Leben. Läufer aus 70 Ländern machten sich heute früh um 9 Uhr am Charlottenburger Tor in der Straße 17. Juni auf. Und das sind die Fröhlichsten der Fröhlichen. Sie haben sich selbst besiegt, sie haben was für sich getan und werden sicherlich gern an diesen Marathon Berlin 1993 zurückdenken. Das sind die Bilder, die wir am liebsten kommentieren. Und immer noch, Thomas, ja, eine super Zeit, die jetzt ankommen. Da kommen noch Tausende dahinter, das ist ja immer noch längst nicht 3:30. Das sind alles Leistungssportler, kann man sagen.